Nee, Das das hört kannst du sich. nicht powdern. Du musst daraus erstmal, musst 4 Stück nehmen und die zu einem Block machen. Aha, so funktioniert das also. Und ich bin Genau. total nicht dämlich. Ja, nee. Nee, nee, nee. Ich werde hier ständig mit irgendwas beworfen. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, meinen Ich. Mob Tower wollte ich bauen. Das mit dem Bewerfen passiert aber einfach nur. Es ist nichts, was irgendwie. Ist nicht geplant. So, wie hatte ich das denn jetzt vor? Also erstmal muss ich meine verwirrte Grundhaltung einnehmen. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen doof ohne Axt, ne? Wenn man sich da jetzt großartig verbaut, bist du erstmal beschäftigt. Du bist jetzt so traurig wegen der Axtgeschichte. Ja, traurig nicht, aber es ist halt schon mal verwirrend, ne? Ich meine, das mit der Hand hier alles rauszumödern, das zieht sich dann ja doch, ne? So, fangen wir erstmal an mit der Mob-Base. It's a base. Was genau bekommt man aus Crushed Iron Ore? Genau das gleiche. Nur das hast du Gravel verarbeitet. Nee, Sand. Na gut, dann hast du Sand verarbeitet. Aber es ist konzeptuell das gleiche. So, das. Huch. Das hatte ich auch schon. Er setzt die Slabs manchmal einfach mal woanders hin. Weil ihm gerade. Oh. Man kann Slabs übrigens mit der Hand komplett abbauen, habe ich gerade gelernt. Warum, warum geht das? Das ist nicht so gut, kann das sein? Das ist in der Tat nicht so gut. Ich meine, Das stell dir heißt, mal man vor. kann sich doch den Boden unter den Füßen Mich wundert es jetzt, dass das jetzt auf einmal passiert ist. Aber das würde mich halt sehr stark wundern, dass das halt nicht wegkonfiguriert ist. Also was auch immer tust, wenn du auf den Boden guckst, drück die Shift-Taste. Sicher ist sicher. wegreißen. So wie ich es ganz am Anfang auch gedacht habe. Was nicht so dämlich wäre. Im Grundsatz nicht so blöde, ja. Also was wollte ich denn jetzt? Hast du mich schon wieder komplett aus dem Takt gebracht? Genau, eigentlich wollte ich das alles ganz anders machen. Jetzt machen wir es doch wieder so wie gehabt. Also, wir haben jetzt erstmal diese Basis hier gebaut. Ich schau mal kurz So. rüber. Da sind natürlich jetzt noch Treppen dabei, die kommen hinter alle weg. Also das hier ist ein Treppenstein und hier fehlt natürlich logischerweise auch Buddy, buddy, einer. buddy, 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 bounce. Buddy, 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 bounce. Guck nicht da hinten hin, das ist zu grausam. Kommen wir da jetzt noch raus? Ich glaube, du bist zu weit weg, um die Bäume zum Wachsen zu animieren. Ja, die haben nur eine beschränkte Reichweite. Alles andere wäre ja auch ein bisschen albern. Aber eben So. nicht. Jetzt machen wir nämlich einfach so eine umgedrehte Pyramide. In alle Richtungen, war was können. Ich glaube, ich habe nicht genug Holz mitgenommen. Kannst du mal eine Fackel rüberbringen? Weil mir ist gerade eingefallen, es ist dunkel und ich sitze in einem Mob Tower, der noch nicht fertig gebaut ist. Und das ist unter Umständen ganz blöde. Ja, das werde ich Oder gleich tun. bring mir Holz. Das werde ich Bringe gleich. er mir Holz. Wie schon gesagt, das werde ich gleich tun. Bist du? Hätte sich nicht gerade eben Minecraft verabschiedet? Was? Schon wieder? Das heißt schon wieder. Ich meine, das hat ja sehr gut durchgehalten. Aber diesmal hat es sogar eine Fehlermeldung gebracht. Oh, das ist ja nett. Ja, der sagte auch, das Modpack ist noch nicht ganz unbuggy. Das hat er jetzt, wie gesagt, also die 2.0er hat er direkt am 1.1., glaube ich, rausgebracht. Und er kam, der 2.0.1er kam auch schon recht zügig hinterher, wo einige ganz grobe Schnitzer behoben wurden. Da ist er So, wieder. ja. Das hätte ich doch fast um. Genau, du brauchst Fackeln. Ich brauche alles und davon ganz viele. Also brauchst du Fackeln. Nutzen wir das mit diesen Slabs gleich mal aus. Hier muss man die natürlich nach oben setzen, weil wir ja wollen, dass Mobs spawnen. Oh, ich sehe gerade, man kann mit der Hand auch einfach mal einen riesigen Block abbauen aus Holz. Das ist ja super. Das freut mich. Alter, wer macht sowas? Das ist doch total bescheuert. Gut, dann machen wir den einfach nochmal. Ist ja kein Problem.
Ich habe da noch eine Config-Änderung mir überlegt, die man nochmal machen könnte. Also die Hand ist echt gefährlich. Pass auf, was du mit deiner Hand anfasst, oder ist sofort weg. So, hier. Ich bringe dir Fackeln. Ich kotze sie dir alle hier mal hier unten hin. Oh, du hast gleich ganz viele gemacht. Das ist wunderbar. Hast du mir auch Holz mitgebracht? Ja, klar. Also ich mache jetzt erstmal hier so eine Sicherheitsfackel hin. Ich muss jetzt gerade Ja. überlegen, dass ich es nicht wieder versehentlich mit der Hand falsch abbaue. Wirft der Schlaffi vom Dienst oder so. Eine Ist ja halbe echt Fackel hin. blöde. So, Also da muss ich nochmal fürs nächste treffe Mal in die die Hitze noch kurz. Config-Option gucken, weil. Viel Danke. Spaß mit dem Holz. Ich beschäftige mich weiterhin mit unseren Bäumen. Weil das geht ja nicht an, dass du hier versehentlich mal die Shift-Taste vergisst und dann ist alles weg. So, wenn mir jetzt hier alles ständig Neubauer ist, weil ich verwirrt bin. So, das Ding kommt auch weg. Das war gar nicht. Wieso steht das eigentlich hier? Fragen über Fragen. Ach so, weil ich es jetzt wieder falsch gebaut habe. Ich bin auch ein Idiot. Jetzt ist es natürlich nützlich, dass ich das einmal so komplett abbauen kann. Komm, komm her. Komm in meine Tasche. Dich machen wir nochmal. Oh, wenn ich jetzt. Oh Gott, jetzt halte ich besser die Shift. Jetzt bin ich an der Slab dran. Ich werde nicht hoffen, dass er alles abbaut, aber zutrauen würde ich es ihm. So, wir haben natürlich eine Sache vergessen, dass hier erstmal diese Ebene drauf muss. Die ist Das tatsächlich. Schlimme an der ganzen Geschichte mit der Hand ist, die Hand geht nicht kaputt. Ja, da gibt es keine Arbeitsgrenze. So, warum wir das jetzt hier machen, ist relativ einfach. Die Mobs müssen ja irgendwo runterfallen, dass sie nicht wieder raus können. Das. Soweit. Wenn sie nämlich ganz unten sind, dann sollen sie ja nicht wieder hoch. Ja. Die laufen ja die Strecke. Also, die laufen ja immer willkürlich rum, die Mobs. Und die neigen dazu, irgendwo runterzulaufen, wenn es nur einen Block Höhe ist. Aber es ist sehr selten, dass sie einen Block tatsächlich wieder hochlaufen. Und das ist das generelle Konzept dieses Mob-Spawners, dass man halt einfach immer nur die Mobs runterlaufen lässt. So, jetzt machen wir das so, ohne dass ich wieder alles zerstöre. Dann wird das Ding nämlich auch irgendwann mal fertig. Hand ist schon gefährliches Arbeitsmaterial. Ich hoffe, der hat irgendwie einen Check drin, dass du nicht die unterste Schicht an Blöcken wegmachst. So, und ich verkünde feierlich 3 Redstone. Jo, sehr gut. Und einen Haufen anderen Kram, wie zum Beispiel Bone Meal, So, das war nämlich hier. Skystone Dust, Powder Skystone. Pinor, Ach, Skystone Silber. Dust brauchst du. Das ist jetzt bei Applied Energistics neu. Da brauchst du Skystone Blocks für diesen Controller. Die brauchst du vorher nicht. Die findest du normalerweise in Metroiden, die irgendwo in der Welt rumliegen, weil die da so eingekracht sind. Aber da es hier ja keine Welt gibt, gibt es das jetzt wieder als Dust. Praktisch. Da es hier ja keine Welt gibt. Das klingt doch schon sehr schön. Ja, das ist halt so ein Problem immer, ne? Ich finde das sehr schön in Thormcraft, da sind die ja immer sehr blumig mit ihren Beschreibungen. Und da heißt es dann halt eben auch, da sind wir dann nicht irgendwelche Leute, die in einer weltlosen Welt leben, sondern da sind wir dann Sky Mages und Sky Thormic irgendwas. Das klingt sehr schön. Hat auf jeden Fall einen gewissen Klang für sich. So, ich fackel jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Die müssen natürlich gleich alle weg. Aber ich will einfach nicht. Ah, nee, das war jetzt. Hat sich auch. Was ist denn das jetzt? F7, genau. F7 ist die neue Taste, mit der ich mir anzeigen lassen kann, wo Mobs spawnen. Also neu nicht, das ist die Standardtaste. Aber mein schönes Light Overlay Add-on gibt es ja leider nicht für 1.7. Da haben ja sehr viele Mod-Autoren Allerdings, wenn man aufgehört. jetzt auf F9 drückt, sieht man interessante rote Strahlen. Das sind die Chunks. Du bist ein Chunk. Alter, deine Mutter ist ein Chunk. Na dann. Jetzt sind die Chunk-Grenzen. Ich brauche mehr Holz. Aber solange es dunkel ist, kann ich hier nicht weg. Weil sonst funktioniert der Mob-Spawner. Das hat mir in einer Testversion, da sagte dann ein Kumpel, er geht mal den Mob-Spawner bearbeiten. Und
Das berühmte Geräusch eines Creepers. Und dann war der Mob-Spawner irgendwie unten offen. Es war ein sehr, sehr ergiebiger Mob-Spawner, der unten offen war. Stell mir gerade so einen Creeper-Hagel vor. So ungefähr, ja. Wir haben dann mit drei Leuten, also uns kam es halt merkwürdig vor, dass auf einmal so ein Enderman schreiend an uns vorbei düste, weil es war Regen. Und dann sind wir dann mit drei Leuten hin und haben mit wildem Axtgeschwinge es tatsächlich geschafft, diese Mobherden wieder unter Kontrolle zu bringen. So, der Tower ist natürlich drei Blöcke hoch, weil wir wollen ja auch Endermans. Wir wollen vor allem Endermans, weil die haben nämlich Enderperlen. Und es gibt ja den Enderpearl Generator, der unglaublich viel Strom aus Enderperlen macht. Oha, das gefällt mir. Und zwar so richtig viel Strom. Sag mal, könntest du mir noch so ein paar Slabs bringen? Aber sicher. Ein Doch, Stack doch. oder so? Ein Stack Slaps, komm Und sofort. Ein zwei, drei Holz. Slapstick. Ein Slab, also, Wahnsinn. Ach, sei doch ruhig. Mann, Knaller-Joe hier. Ich weiß, ich bin nicht witzig, aber dafür wurde ich auch nicht eingestellt. Richtig, du sollst ja nur Holz hacken hier. Die Ja, wenn die Bäume Bauarbeit aber hier im der wachsen Kommunen. würden, aber das machen Ja, sie gleich, wenn nicht. ich wieder da bin, wachsen die wieder wahrscheinlich, weil ich dann Und zwanghaft wenn es arbeite. Tag ist, vielleicht auch. Wieso liegt ja eigentlich nur Holz auf dem Boden? Das ist eine erstklassige Frage. Reich mir rüber und hack bloß nichts ab. Ich wüsste auch nicht, warum ich das tun sollte, aber. Hast du noch ein bisschen Einzelholz? So zwei, drei Stück, wenn ich das hier am Ein Ende zumache. Einzelholz, meinst du Planks oder? Planks, genau. Ich nehme auch einen Log, aber. Also, ich habe nämlich festgestellt, wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich ja unten. Ja, das kommt häufiger vor. Und dann ist man nicht mehr oben. Und dann kann man halt leider auch nicht mehr oben weiterbauen. Ich jogge einfach mal so ein bisschen um die Bäume. Das Ich Dach hoffe, dass das ist. hilft. Ja, so ein bisschen Sprinten nimmst du ab. Ne? Ist ja immer gut. Ja, klar. Nicht, dass die Krone dann rutscht. Das Dach machen wir natürlich wieder aus Half Slabs, nämlich so, dass die Mobs natürlich nicht oben drauf spawnen können, weil das wäre ja auch ein bisschen blöde, ne? Wenn die oben auf dem Mob-Spawner sind. Vor allem kommen die dann runter. Es gibt ja hier diese Angry Endermans, bin mal gespannt. Oh, es hat natürlich genau nicht gereicht. Aber ich glaube, es ist jetzt Tag. Ich glaube, ich kann riskieren. Ich riskiere es mal. Wenn hier gleich sehr viele Mobs rumlaufen, tut es mir sehr leid. Ja, komme ich glaube ich noch mit klar. Ich verheim mich auch. Oh, da hinten ist schon das erste Skelett. Verdammt. Ich hätte das nicht tun sollen. Wie werden wir das denn jetzt los? Ich habe keine Waffeln. Ich habe den Hammer. Macht der Damage? Yep. Wollen wir auch mal einen Hammer? Drei Attack Damage, alter Schwede. Also immerhin Drei etwas, Attack besser als Damage. nichts. Ne? Junge, Junge. So, wenn ich das Skelett überraschen kann, dann baue ich es einfach schnell ein. Oh, okay, vielleicht kann ich es nicht einbauen. Was? Ich bin auch ein Schisser. Es ist gar kein Skelett, es ist mal eine Fackel gewesen, die ich da hingebaut habe. Gut, dass ich meine Windeln anhatte da. Alter Schwede. Ja, das die böse Fackel, die reißt dir aber den Arsch auf. Ja, frag nicht nach Sonnenschein. Das ist ganz wichtig, die Shift-Taste. Jetzt können wir den Spaß hier nochmal machen. Ja, insbesondere wachsen natürlich auch nachts die Bäume nicht ganz so gut. Tagsüber geht's. So, ich zeige Da das ist jetzt. direkt Tag geworden und zack stand hier wieder alles voll mit Gestrüpp. Ich zeige das jetzt einmal von innen. Und man sieht, dass es wirklich dunkel ist da drin. Also, vielleicht zeige ich es von innen. So. Wenn ich es schaffe. So, hier müssen wir noch bauen. Flupp. Und Stellt sich die Fackel noch heraus. so. Und jetzt ist es, obwohl hier Löcher drin sind und ich da hinten den König beim Zwerken zugucken kann, ist das Ding komplett finster. Und ich höre auch das tolle Geräusch von einer Höhle, dass dieses Gerausche, das manchmal kommt. So, jetzt wollen wir natürlich hier raus, weil wir wollen hier nicht ewig drin bleiben, weil hier wird es gleich voll und ich will bei der Party einfach nicht dabei sein. Nicht? Dabei bist du Nö, doch gerade nö. so der Party-Typ, oder? Ja, nicht, wenn die Leute mich umbringen wollen. Das ist immer so ein Partykiller. Einfach, ich weiß auch nicht. Das Interessante daran, unser Keller ist oben.
Der Partykeller oben. Naja, warum nicht? Jetzt brauchst du noch diese hässlichen Stabilisitätsterror-Dingsblöcke, die ich da eben gebaut habe, einfach mal weg, weil die braucht ja kein Mensch. So. Und jetzt hat sich noch bewährt, so eine Enderman-sichere Konstruktion. Weil es soll hier in diesem Ding schon mal ein Enderman gesehen worden sein. So, Das dazu muss man. heißt Half-Slaps. Genau, aber so, jetzt ist mir der Punkt, dass die Half-Slabs, die unten sind, die sind schon wieder auf Blockhöhe. Da würden dann Mobs. Na gut, die würde wahrscheinlich kein Mob drauf spawnen. Aber deswegen erst nochmal eine Reihe Half-Slabs und dann nochmal die Reihe Half-Slabs drunter. Wie das Scheißding funktioniert jetzt nicht. Boah, da wäre ich auch fast von der Welt gefallen. Was machst denn du? Das ist so gefährlich, Mensch. Ich jogge hier zwischen unseren Bäumen rum, damit hier mal was wird. Ah, und da wird's auch schon. Man muss nur meckern, ne? Ich könnte eigentlich mal so ein Crafting-Table machen, dann wird das alles viel schneller gehen. So, dann kann ich mir einfach selber meine Slabs bauen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Man sieht natürlich immer so gut, wo man schon die Slabs hat und wo nicht. Nämlich gar nicht. Du weißt aber auch schon, dass wir auch schon diese Spikes haben. Theoretisch kann man die da unten schon reinhauen. Ja, das könnte man machen, aber wer sammelt dann die Sachen ein? Wo wir ja kein Schwert haben, also in gewisser Vielleicht Hinsicht, Hugo Egon Balder. der sammelt gar nichts mehr ein. Was doch? Ich glaube, der lebt noch. Ich Echt? meine, ja, 2000 war zwar ziemlich hart, was man könnte sagen, unsere Jugendstars angeht, aber Der hat ich es glaube, Hugo überlebt, Egon ja. Balder lebt noch. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich würd meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Hugo Egon Balder noch lebt, aber. Hast du jetzt mein Crafting-Grid mitgenommen? Bist du angelaufen gekommen? Hast mein Crafting-Grid eingesackt und bist wieder gegangen? Was bist du eigentlich für ein Saboteur? Stimmt, ich sehe es auch gerade. Da. Unfassbar. Schlimm mit dir, also echt schlimm. Ich weiß immer, Planks. Das beruhigt mich immer. Da fühlt man sich so produktiv. Das ist ja so eine schwarze Todestower. Aber diese Löcher sind halt da, damit man gucken kann, ob da schon was rumkreucht und fleucht. So, jetzt noch so ein kleiner Rand drumherum, damit man nicht versehentlich mal in den Abgrund springt, vor Schreck oder so. Ja, vor Schreck ist bei dir jetzt ja so extrem selten auch nicht, denn wie wir eben mitbekommen haben, erschreckst du dich auch vor Fackeln. Ja, es gab da schon. Also letztens hatte ich Glück, da habe ich so ein gigantisches Applied Energistics System. Huch, da schon das erste Skelett, ich höre schon. So ein gigantisches Applied Energistics System gebaut und die Dinger sind ja schweinemäßig teuer in der Herstellung. Ne? Und ich hatte irgendwie gerade so 300 Eisen in meinen ersten Crafting-Computer verwurstet. Und was spawnt? Enderman? Natürlich erstmal ein Creeper. In diesem Crafting-Computer. Das Gute war, ich war so dermaßen schockiert, dass ich ihn erst totgeschlagen habe und dann Panik gekriegt habe.